Guten Tag, meine lieben Gamer-Freunde. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, hey, wer ist denn das? Und hey, was spielt denn der hier für eine Scheiße? Es ist Owner Rotten Panic, mein Name ist Raziel. Und ja, wir spielen heute mal keinen Shooter. Das mag komisch rüberkommen, klar. Aber ihr werdet dann schon, oder ihr werdet jetzt gerade vielleicht schon sehen, worum es eigentlich geht. Naja, wir spielen halt Sims 3, Standard Edition, weil ich habe jetzt keine Packs, noch nicht. Und ihr werdet jetzt auch fragen, Sims 3 ist ja schon uralt und warum spielst du Sims 3, mein Junge? Sims 4 gefällt mir nicht und ich habe Sims 3. Ja, und hier seht ihr unsere super geile Familie schon. Ich habe sie nicht perfekt hingekriegt, außerdem sind es nur leider 8, weil nur 8 reinpassen. Hier habe ich noch zwei andere, die werden noch Freunde, hab ich das Gefühl, da hoffe ich doch. Ich habe eh schon ein bisschen gespielt, also ist es jetzt nicht von Anfang an neu alles drum und dran, sondern ich bin schon recht, was heißt weit nicht, aber ich habe schon eine Weile gespielt. Aber das hier ist auch bloß so eine Test-Sache, die ich dann einfach hochladen werde und mal gucken, wie es so läuft. Und wir gehen jetzt einfach mal rein, würde ich sagen. Ja, ja, Haushalt verbinden mit. Ja, ja, komm hier. So, da sind wir auch schon. Ich hab's ein bisschen so geformt, also ich habe es versucht, ein bisschen so zu formen wie von Payday direkt das Safehouse, aber natürlich geht das jetzt nicht so genau. Ich habe auch versucht, die ganzen Charaktere möglichst getreu nachzubauen. Hier haben wir zum Beispiel Dragan oder auch Dragon. Hier haben wir Wolf, wir haben hier Chains, Dallas, John Wick, Houston, Jacket und Hoxton. Ja. Yeah. Ach super, guck ihn dir an, hey. Ekelhaft, hey. Ja, ich hab ja auch alles für ein paar mehr. Was ist das? Ist das Licht oder was? Sinnlos. Ich habe auch ein bisschen versucht so einzurichten, oder ich habe extra gemacht einzurichten. Ach, leck mich doch, was soll denn das jetzt? Das ist für ein super Start, hier ganz leicht mal reparieren, Drecksack. Ich habe es auf jeden Fall so eingerichtet, dass halt auch mehrere hier Platz haben. Jeder hat sein eigenes Trainingsgerät, es gibt 6 Stühle, 8 Betten, 6 Duschen, das sollte reichen, 3 PCs. Übrigens habe ich auch vor, die ganzen Sachen, die ihr seht, oder das meiste davon, ist alles zusammengeklaut. Zum Beispiel die Mikrowelle war, glaube ich, zusammengeklaut. Die 2 Öfen, die 2 Becken. Ja, das ist super, danke. Das, ja. Die Matte hat er, weiß ich gar nicht, wo gefunden. Die PCs, 2 davon sind auch geklaut. Das hier ist geklaut, keine Ahnung, was ist das? Was? Keine Ahnung. Jedenfalls möchte ich das ganze Haus mit geklauten Sachen vollstellen. Wenn das denn möglich ist. Es wäre voll geil. Gehalt zu bekommen. Ja, ja, kann ich halt machen. Der will dasselbe. Ja, das kann ich später machen. Gehaltserhöhung bekommen. Bett machen ist sowieso immer. John Wick ist sehr ordentlich. Ich habe es aber eigentlich deswegen gemacht, weil er Hitman ist. Also, Hitman Cleaner und so, klar. Ich glaube, Sims hat es ein bisschen missverstanden. Jetzt tut er hier der ganze Hinter den Leuten herputzen. Aber was aber auch nicht schlimm ist, weil hier sieht es meistens aus wie Scheiße. Vor allem, wenn Wolf kocht. Oder Wolf. Ich weiß immer noch nicht, wie man den ausspricht. Ja, hier, komm, Gehaltserhöhung. Wo sind denn die überhaupt alle? Ach ja, hier. Chains ist eventuell im Gefängnis. Hat schon wieder Scheiße gebaut.
Ja, was hat er hier überarbeitet? Ja, überarbeitet ist gut. Nein? Okay. Was gibt's denn hier Schönes? Er hatte das gemacht und was? Herbstsalat normal von Hoxton. Ja, da muss super sein. Hier haben wir übrigens auch Twitch, unser Goldfisch und Beil, unsere Motte. Also wir haben hier alle am Start. Ja, was isst du denn Schönes? Ah ja, hat sich selber Macaroni gemacht. Sasselplank. Ja. Marfuni. Was auch witzig ist, ihr könnt die pennen ja alle. Oh, was? Junge, hier arbeiten ist jetzt gerade nicht. Da. Ich. Keine Ahnung. Du gehst jetzt erstmal schiffen, duschen. Fütterst hier mal den Goldfisch und dann musst du auch schon zur Arbeit. So, mein Junge. Der ist John Wick, ja, er ist John Wick. Okay. John Wick darf sich jetzt gerne mal aufs Klo setzen, dann duschen. Dann haust dir Spaghetti rein. Wie gesagt, ich habe eh schon ein bisschen weiter oder eh ein bisschen gespielt. Extrem schlafen. Übrigens ist. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, kriegen die das gebacken, hier mal nichts in den Arsch zu machen? Was ist denn jetzt kaputt? Alter, willst du mich verarschen? Was war? Warte, nein, was macht ihr? Das ist nicht euer Ernst, oder? Jetzt hauen die alle ab. Wollt ihr mich verarschen? Hier, ja, Anruf ignorieren. Ja, kann man ja machen. Also ich hoffe, dass ihr alle so mit Sims ein bisschen. Was ist das? Was zur Hölle? Jetzt mal ganz ehrlich, halt das Maul. Ich habe gestern erst gespielt. Dachte mir so, yo, spielst halt eine Runde. So, aber es lief alles super, aber sobald ich irgendwie aufnehme, ist hier erstmal übelste. Liegen hier die Scheiße rum und. Ach, hör auf, hey, das ist nicht euer Ernst. So, Dragan, wie schaut's aus? Harndrang, ja, das ist mir egal, der kann hart arbeiten. Wolf ist. Anführer auf Knien rutschen kann er schon machen. Er ist ja immer noch am Abtrainieren. Er ist ja trainieren, also er ist im Knast und da kann er ja trainieren. John Wick. Ja, John Wick wird auf jeden Fall einen Nebenjob nachgehen. Houston, Houston. Ja, der, übt seine Aktivitäten. Jacket kann. Nice. Jacket kann auf jeden Fall hart arbeiten. So. Jacket kann normal arbeiten. Der kann auch. Hart arbeiten. Der kann auch hart arbeiten. Jetzt müssen wir eigentlich nur warten, bis Chains wiederkommt, der jetzt gerade auf dem Weg ist. So. Chains ist zu Hause. Der kann jetzt leider erstmal hier die Rechnung bezahlen. Bisschen Geld haben wir ja noch auf Tasche. So. Dann ist er hier Technikzeug da? Nein. Egal, komm. Reparierst du mal. Kannst du auch reparieren. Hier gleich abziehen. So, und dann. Warte mal, bevor du das jetzt machst. Gehst du in die Küche und haust dir einen Cappuccino, Banane, Zimt mit Karamellstreuseln extrem rein. Das ist. Ex. Mama
Creme Karamellstreuseln. Das ist der Wahnsinn. Es gibt eigentlich nichts Besseres. Ja, machen wir hin jetzt hier. Oh, der Superfisch. Super Ultrafisch. Voll geil. Ja, und James gönnt sich jetzt erstmal ein Käffchen. Apropos Käffchen, das könnte ich mir eigentlich dann auch gleich mal machen, weil ich hätte auch voll Bock auf einen. Auf so einen geilen Cappuccino, hey, das wäre super. Egal. So, jetzt fängt er jetzt erstmal an hier. Nein, du kriegst jetzt nichts essen, du reparierst den Scheiß. Das tust du entstopfen, abziehen. Obwohl, nee, komm. Mal ganz ehrlich, das kann hier von mir aus weiter suppen, das ist mir scheißegal, das. Ja, komm. Das ist mir scheißegal, das kann irgendjemand anderes dann machen. Zum Beispiel Houston, weil der hat das irgendwie schon gelernt. Er haut sie jetzt aus dem schönen Waffeln rein. Was ist das? Ist das der Teller? Ach so, das Witzige ist, ich habe hier schon eigentlich so, ich habe nie geplant, irgendwie Sims aufzunehmen, so. Und ich habe mir für mich selber habe ich ein paar Sachen so erstellt, ein paar Sims erstellt, die, wie erkläre ich das, halt auch von anderen Spielen sind. Zum Beispiel, wie man hier lesen kann, Doc Mitchell von Fallout ist dabei. Ja, als Freund. Ja, nö. Dann haben wir zwei Payday-Charaktere. Ach, Payday, klar. Dann haben wir zwei Killing-Floor-Charaktere. Dann haben wir, ich glaube, einen Haufen von GTA San Andreas und von Dead Island und so. Natürlich sind die nicht alle perfekt, aber recht gut, wie ich finde. Und Dragan wurde geschnappt von der Polizei. Super. Wo läuft er hin? Ach da. Und jetzt? Aha. Ach, noch einer. Nee, das. Ach, das ist der Polizist. Alles klar. Na klar, man geht ja zum Auto, steigt dort ein und dann wartet man, bis der Polizist wieder da ist, damit man dann wegfahren darf. Das ist auf jeden Fall ganz normal, würde ich sagen. Da ist unsere Bude. Hier, der kann trainieren. So, das hat sich auf jeden Fall schon mal geklärt. Was macht der dort? Spaß. Ja, okay. Klar. Richtiges Tempo. Selbstansporn. Hier kann man zum Beispiel oben, wer es nicht kennt, ne? Hier kann man oben immer ein bisschen einstellen, so. Zum Beispiel normales Training, ganz normales Training halt, ne? Richtiges Tempo. Ist halt ohne so schnell müde zu werden. Schweißfrei ist halt nicht so Hygiene runterzukriegen. Und Ansporn ist halt, da tut man irgendwie, ich glaube, das Doppelte oder sowas in der gleichen Zeit machen. Liefere das Bestechungsgeld im Rathaus ab, um deine Jobleistung zu erhöhen. Ja, klar, mach halt. John Wick. Der Drecksack. Übrigens, mein Charakter in Payday 2, also, ne? Ich habe auch versucht, ein bisschen so die Autos so zu gestalten. Das ist auf jeden Fall der neue, den es bei Payday 2 gibt. Natürlich ist das jetzt hier kein Van oder so, aber wie gesagt, ich hab's versucht. Versucht, ne? Ist nicht perfekt. Ist versucht. Ja, Sims stinken nicht. Sims stinken nicht gerne. Aber was noch wichtiger ist, stinkende Sims sind nicht sehr beliebt.
Zu viele Sims. Jetzt mein Laptop ausgefadet. Hey, jetzt komm rein jetzt hier wieder. So, weil da läuft nämlich gerade. Huch! Da läuft nämlich gerade die Aufnahme drauf. Die Sprachaufnahme. So, was haben wir denn? Ist gerade nicht so viel los, wenn die alle auf Arbeit sind, ist echt hart. Normalerweise ist ja immer voll. Ist immer voll hart am Abgehen. 1000 Leute. Warte mal, warum das ist. Lies die Evolution der Diebeskunst, um die Jobleistung, die Beziehung zu deinem Boss zu verbessern. Ja, klar. Mache, mein Freund, mache. So, was ist mit ihm jetzt? Er ist müde, oder? Oder er tut so halt. Du gehst nicht schlafen, du haust dir noch ein. Ein was? Machst du es gleich nochmal? Haust du nochmal rein? Dann gehst du duschen. Halt. Erst gehst du aufs Klo, dann gehst du duschen und dann haust du ins Bett. Nicht ins Bett machen. Ah. Jetzt aber. So, John Wick hat 180 verdient, Hoxton hat 181 verdient, Wolf 184, Jacket 180, Dallas 187 und Houston wurde befördert. Er ist jetzt Fluchtwagenfahrer. Ach du Scheiße. Jacket wurde befördert zum Fluchtwagenfahrer und Dallas genauso. 183, ja, der ist für den Arsch. So, wer ist es? Jacket, du haust hier, du fütterst jetzt erstmal den Fisch. Dann haust du hier Gemüserollen rein. Und dann gehe ich trainieren. Ja, Wolf ist ein bisschen durch, der führt gerne mal Selbstgespräche und tut auch immer seine Kleidung total dämlich wählen. Dämlich wählen. Ich kann schon wieder nicht reden, ist schon mitten in der Nacht. 3:19 Uhr, genau zu sein. Du gehst jetzt mal kein Training machen. Du gehst erstmal aufs Klo, duschen. Und dann kannst du Training machen. Oh, da liest gleich sein Buch da, was er machen sollte. Das finde ich gut. John Wick. Du gehst nicht pennen. Du haust den Kaffee rein. Gehst aufs Klo, gehst duschen. Auf Klo mache ich deswegen, weil wenn er jetzt einen Kaffee trinkt, ne, da wisst ihr ja Bescheid, wenn er schon mal Kaffee getrunken hat. Ey, dieser Houston out there. Hier entstopfen. Abziehen. Entstopfen. Abziehen. Reparieren. Und dann kannst du auch gleich erstmal aufwischen hier. Ja, mit allen Kollegen, an Freunden weiß ich jetzt nicht. Können wir später mal machen. So, er liest hier. Was ist mit. Achso, da hat er einen Kaffee getrunken. Ja. So, Dallas braucht auch Spaß. Haut sich da gerade was am Rechner rein. Natürlich, Wolf am Trainieren in seinem Anzug, ganz klar. Kann er mal kurz erst in seinem Anzug. Was spielt er da? Na ja, jetzt erstmal auf. Outfit wechseln. Weil die haben alle ihren eigenen Anzug eigentlich. Na los, zeigt's uns. Da. Sehr schön. So, du hast Hygiene. Dann kannst du eigentlich hier benutzen. Duschen. Dann haust du noch Müsli rein und dann gehst du schlafen. Nicht im Bett von Dragon schlafen, auch nicht. Da auch nicht.
Das ist sein Zucker. Ich werde mir das nie merken. Nie. So, er geht schlafen, das ist mir egal, das kann er machen. Ja, nö. Ihr Wolfsanzug. So, wen haben wir denn noch? Er hat noch nicht seinen Anzug an, Jacket. Ja, nee, komm, du hast genug trainiert. Da kann ich ja mal kurz deinen Anzug zeigen, oder beziehungsweise deine Kleidung. Hier vor allem hier in dem Schwarzlichtraum immer super, weil man da richtig viel sieht. So. Ich hab's versucht, wie gesagt. So, er geht duschen, pinkeln, duschen und dann... was ist denn sein Bett nochmal? Das hier? Das? Ah, okay. Musst du nicht auch irgendwie ein Buch lesen oder so? Ah, hier, okay. Der ist jetzt erstmal schön auf, dann haut er sich hier kurz mal noch auf das Trainingsband schweißfrei. Achso, übrigens, er hat natürlich auch seinen eigenen. Kann er das jetzt auch hier durchgehen? Alltag. Kann man dann auch gleich noch sehen? So, er schläft. Er guckt nur ins Buch. Wolf ist was? Duschen. Aber er hat auch sein Alltagsoutfit. Ja, die haben alle ihren Anzug. Ich habe auch ein bisschen versucht, das Outfit mal ein bisschen zu variieren, wenn die jetzt zum Beispiel ausgehen und so weiter. Das ist halt die Ausgekleidung dann. Outfit wechseln. Ja, Schlafanzüge sind jetzt echt uninteressant. So, da kann Müsli futtern. Geht dann benutzen. Ist jetzt schon wieder... Oh, Alter. Die haben nichts Besseres zu tun, als alles in den Arsch zu machen. Ne? Das kann es einfach nicht sein. Was macht Wolf dort? Der macht ja einfach Betten. Das ist ein Typ. So, du hast jetzt ein Eiscreme rein. Ja, normaler Kaffee. Was ist mit ihm jetzt? Was? Grady Elfman. Was? Möchte wissen, ob Houston... Ja, Verabredung ist ganz schlecht, ne? Ist ganz schlecht. Hm. Ja, du brauchst halt eigentlich nicht trainieren. Da gehst du jetzt Waffeln essen, wie immer benutzen, duschen, Kaffee reparieren, aufwischen. Das ist. Boxen, okay. Wolf ist immer noch durch. Bevor du gehst. Lass mal kurz auf Klo, dann legst du hin. Na, was schlafen. Ja. Was war das gerade auf der Tonspur? Gar nicht lustig.
Na, muss ich mal gucken. Dieser Laptop, ne? Ich sag's euch. So. Wir könnten eigentlich mal jeden seine komischen Punkte da ausgeben. Man kann ja so Punkte sammeln, wenn man deren Wünsche da erfüllt und dann Geld speisen. Mondtherapie. Ja, das muss Dragan auf jeden Fall haben. Warte mal, Bat. Warum nicht? Ja, er ist auf jeden Fall niemals nervig. Das ist halt Wolf, er ist niemals nervig. So, er hat was. Oh, das ist auf jeden Fall so sein Ding. Das könnte sich eigentlich Chains gönnen. So, Wick kriegt er auf jeden Fall. Schmutzresistent. Ja, komm. So, da ist auf jeden Fall auch ein Multitalent. Jacket kriegt auf jeden Fall schneller Lerne. Und Toxton kriegt was? Stahlblase, hier. Komm, der muss eh andauernd schiffen. Was ist denn? Was? Was? Was mit dir? So, ich würde mal sagen, ich mache jetzt erstmal hier eine Aufnahmepause, weil ich habe ja immer noch keine Ahnung, das ist ja eher mehr noch ein Test hier und das ist mitten in der Nacht, 3:30 Uhr. Auf jeden Fall, wenn ihr mehr auf sowas, also wenn ihr noch mehr Bock habt auf sowas, so Einzel-Let's Play oder halt einfach auf Sims oder irgendwie sowas, dann sagt auf jeden Fall Bescheid, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mich oder uns persönlich an und ja, dann, ne? Kann man immer was abklären. Und guckt auf jeden Fall auf Facebook, weil auf Facebook seid ihr, wie schon immer gesagt, am schnellsten informiert. Tja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Sims, ne? Okay, wir, beziehungsweise ich bin Rotten Panic, würde sagen, haut rein!